Hier vielleicht? Nee. Oh, warte, wir haben einen vollkommen falschen Bass gebaut. Vielleicht gibt es hier extra einen Fluid-Bass. Du? Ja, nehmen wir doch einfach einen ME Fluid Storage Bass. Du, komm mal weg da. So. Dich ins System. Bus. Fluid Import, Fluid Export Bass. Fluid Storage Bass ist viel besser. So. Brauchen wir Eisen und ein ME Covered Cable. Wir haben keine Wolle. Ernsthaft? Ah, String haben wir, okay. Ich hätte gern Wolle. Das ist keine Wolle. So, ich hätte gern Wolle. Danke. Und jetzt hätte ich gern ein Fluid-Bus-Ding. Fluid-Storage-Bus. Was fehlt da unten jetzt? Achso, das Kabel müssen wir sehr, sehr schnell herstellen. So, eins davon. Du da, die Kabel können auch da rein. Gib mir. So, wieder drehen. Funktioniert eins. Was? Ich fand das Interface bei dem anderen toller. Konnte man irgendwie mehr machen. Haben wir jetzt Lava im System? Nein. Eins. Haben wir jetzt Lava? Nein. Ja. Ich weiß ja nicht. Zwei? Ich baue mal ein Fluid Exporter. Und den gucken wir mal. Da unten ist er. Dafür brauchen wir einen Precision Exporter. Dafür brauchen wir einen Basic Exporter. Dafür brauchen wir wieder Zeug, das wir nicht so viel haben. Wir brauchen noch eins von den Kabeln. Dann stellen wir gleich mal drei her. Das war nämlich alles, was wir herstellen konnten. Warum wollen die immer Eimer haben? Die sind sehr komisch, die Jungs. Ich hätte gern einen Eimer. So, die da rein, die da rein, die da rein, die da rein. Fluid Ex. Das ist echt doof. Man ist da am Rumfriemeln und Machen und dann fehlt Eisen. Was ist Invar? Ja, da. Jetzt habe ich Invar. Bitteschön. Weil ich vorher was anderes machen wollte. Das ist übrigens das nächste Problem, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig hat. Die kommen sich gegenseitig in die Quere. Weil der eine brauchte jetzt Invar, für Invar braucht man Eisen. Und dadurch habe ich das andere Projekt, das ME-Projekt, sabotiert. Weil das jetzt kein Eisen mehr hat. Und es kommt langsam Eisen rein. Sehr langsam. Und wir haben noch viel zu viel Nickel im System. Das heißt, alles an Eisen, was reingeworfen werden würde, würde Invar werden. So, weg, weg. Weg, weg, weg. Okay. Nickel. 9, 18, 27. Wir brauchen noch zwei Nickel. Nick. Also vier davon, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Du da rein. Dich aus, du da rein, du zerlegen euch da rein. Das dauert jetzt ein bisschen. Also, wir brauchen Invar für den Harvester. Wir brauchen Iron für den Fluid Exporter. Und hier seht ihr schon, dass der Sprinkler gute Arbeit leistet. Zwei Dinger sind schon voll. Während wir jetzt auf das Eisen und Invar und Nickel und ganz andere Döns in der Smeltery warten, überlege ich mir mal, wo hier der Harvester hinkommt. Also anbieten würde sich hier. Bye bye, Zombie. Oder hier. Wobei ich eher schon für hier bin. Weil wir haben ja auch hier in der mittleren Plattform den Harvester hinten sozusagen.
Ja, okay. Das heißt, du kommst weg. Wir machen hier schon mal ein Loch. Hier kommt. Oh, das ist ja praktisch. Hier kommt. Der Dynamo hin. Auf den Dynamo kommt der Harvester. Hier an die Seite kommt der Fluid Importer von dem Harvester. Hier hinten dran kommt eine Kiste. Und unter der Kiste kommt ein Importer ins MI-System. Ja, also ich glaube, das musste nur weggehackt werden von dem Ding. Okay. So, dann gucken wir doch mal, ob vier Staub wirklich zwei Barren sind. Aber was müsste es? Jo, 27, sehr schön. Kommt gleich alles aus dem System. Wir können das gute Eisen wieder einschmelzen. Haben wir in der Zwischenzeit in den 3 Sekunden neues Eisen bekommen? Nö. Sehr mau. Ich muss mal gleich zu den Rüttlern gucken, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Weg, 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 weg. Da, Ferrous Ingot. Du. Weg. Ihr. Rein da. 4 Nuggets Iron. Das ist so peinlich. Eisen ist das häufigste Metall. So, du. Das erklärt es natürlich. Wir haben keine Sachen mehr, die gerüttelt werden. Du hast keine Energie mehr. So. Jetzt stellst du wieder Sand her. Das ist Basic Import Pass. Warum habe ich den eigentlich genommen? Gravel zu Sand. Was rüttelst du? Du rüttelst Dust. Wir brauchen Dust, verdammt. Also dafür brauchen wir Sand. Gah! Was haben wir im System? Ich hätte gern Sand. 224 Sand. Da müsste auch Eisen mit bei rumkommen. Wir hauen jetzt all unser Sand da rein. Ich werde jetzt nicht den Hammer auspacken und da das draus machen. Das könnte knicken. So, Importer. Okay. Kriegst du genug Gravel? Wie viel Gravel haben wir im System? Gravel haben wir noch ein bisschen. Wie viel Cobblestone haben wir im System? Fast gar nichts mehr. Wirst du mehr oder wirst du weniger? Ich habe dich gerade springen sehen. Also es kommt schon mal nicht schnell genug rein. Wenn wir jetzt den Pulverizer anhätten, der aus Cobble Gravel macht, dann wäre vorbei. Du junger Mann, du hast noch keinen Importer. Viel zu viele Sachen sind noch nicht am MI-System angeschlossen. Wir brauchen Projekt Nummer 3. Im Importer. Da. Können wir sogar herstellen. Danke. Wir haben noch ein Eisenbarren im System. Du, weg. Du, hin. Der saugt jetzt ganz gut Kobbel rein. Sehr schön. Noch ein Hinweis, den ich vor einer ganzen Weile bekommen habe, aber jetzt erst gelesen habe. Cleanstone. Ich hatte ja überlegt, hier die ganzen Wände aus den Stone Bricks zu machen. Und also muss ich nicht Cobblestone einschmelzen und das machen, sondern ich kann das einfach direkt mit dem Extruder herstellen. Weil der kann ja hier umgestellt werden auf Cleanstone und verbraucht dann nur Wasser. Und Wasser haben wir ja doch ein wenig. So, was war mit dir? Du hast keine Lava, weil wir dich ausgeschaltet haben. Warum haben wir dich ausgeschaltet? Weil wir damals ein Lava-Problem hatten. Du kriegst jetzt mal Lava. Und wir gucken mal, wie kaputt wir das System machen. Das Ding hier hinten ist immer noch angeschlossen, aber ich habe keine Ahnung, was es macht. Also es kann gut sein, dass es erst anfängt zu arbeiten, wenn wir irgendwo Exporte oder Importe haben. Alternativ kann ich auch einfach unten Exporte und oben Importe machen und dann oder andersrum und dann klappt das auch schon irgendwie. Na gut, also wir kriegen schon mal Cobble ins System.
Korbel. Da, 270, 271, 72, 73. Ich glaube, es ist sogar noch ein Ticken zu langsam. Wenn die hier wirklich ordentlich arbeiten, dann geht da ganz schön schnell was durch. Und das hat irgendwie wieder keinen Strom. Ein bisschen Energie hat es aber noch. Wart mal. Achso, du hast hinten Ausgang. Hinten Ausgang, oben Eingang. Ja, doch, ist alles okay. Wir bräuchten noch einen Exporter, noch einen Importer. Und eigentlich den Fluid-Exporter. Guck mal wegen Eisen. Also jetzt haben wir wieder Einkommen, quasi. Auch wenn es anders aussieht als vorher. Genau, das sind diese Klumpen. Eisen da. Drei Ingots. Ja, wir sind reich. Dass ich mich jetzt wieder über drei Eisenbarren freue, ist irgendwie sehr demütigend. Wobei Demut ja eigentlich kein schlechtes Wort ist, ne? Demut ist gut. Tut der Seele gut und so. Aber ich dachte schon, ich wäre wieder mächtig. Ich hätte wieder Erze und Metalle und Edelsteine zuhauf. Aber nein. Ich hätte jetzt gern einen Fluid-Exporter. Es fehlen zwei Eisenbarren. Und der Precision-Export-Pass. Oh. Was brauchen wir für einen Precision? Achso, nur davon einen. Das haben wir. So, Precision-Exporter da rein. Also zwei Ingots. Wir haben mit diesem Krüppeleisen da was reingeworfen. Genau das da. Das sollte reichen. Vier Ingots. Ah, wir steigern uns. Eins, zwei, drei. So, rein mit dir. Jetzt gib mir ein Porter. Und zwar ein Fluid-Export-Bus, richtig? Ich denke schon. Okay, dann hätte ich gerne ein Bucket of Lava. Hätte ich gerne zwei Scheiben Toast. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Und dann hauen wir das Ding jetzt unten an den Dynamo ran. Und hoffen. Und hoffen, das Ding da irgendwie funktioniert. Da. Es funktioniert nicht. Sehr gut. Moving Mode. Was? 250 Millibucket, 1000 Millibucket, 20 Millibucket. Ach, das kostet wesentlich mehr Strom, je mehr Flüssigkeiten wir auf einmal machen. Jo, dann Minimum-Modus bitte. Und du bist durchgehend aktiv. Du funktionierst aber nicht. Weil das Ding hier nicht als Tank erkannt wird. Ich wüsste nicht, was ich noch einstellen kann. Es hat nicht sehr viele Optionen zum Einstellen. Also eventuell sind die Open Blocks nicht damit kompatibel, aber das glaube ich irgendwie nicht. Die Open Blocks sind nämlich super programmiert ansonsten. Also brauche ich jetzt noch ein ME-Ding. Nämlich brauche ich einen Fluid Importer. Und einen Exporter. Dann baue ich hier unten einen Importer ran. Oben einen Exporter ran. Und hier ganz viele Importer. Das wird sowas von... Oh Gott. Sehr, 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 sehr viel Material. Aber in der Zwischenzeit sollte ich dafür sorgen, dass das Ding hier weiterarbeitet. Sonst habe ich irgendwann wieder ein Problem. Also du kommst mit. Treuer Gefährte, mein manueller Helfer. Wir können es einfach hier machen. Du. Klick, 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 klick. Nicht aus Versehen auf den Boden schmeißen, sonst brennt die Plattform ab. Wir haben diesen Teil hier hinten bei dem ganzen Hightech-Maschinenzeug natürlich noch nicht durch Stein ersetzt. Die Lava, die überall in Tanks rumschwebt, ist auch recht irritierend. Aber das ist für später. So, du dahin. Füllen, füllen, füllen. Gefüllt. Stein zu Gravel, den können wir auch mal füllen. Du, 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 du. So, auch voll. Sehr gut. Cobblestone, du hast noch keinen Exporter, wie fast gar nichts bei uns. Deswegen kriegst du jetzt ein Stack Cobbel. Ich habe keine Lust, dass das Ding bald wieder leer steht.
Ja, es braucht nicht mehr allzu lange, dann hat das auch nichts mehr. So, du. Oh. Ach so, weil du es nach hinten schiebst. Naja, das ist doof. Pulverizer. Die schmeißen wir gleich mal hier rein. Du und du, ihr werdet weiterverarbeitet. Okay. Jetzt zeigt mir Eisen. Zeigt mir ganz viel Eisen. Iron 16. Oh, ist ein Anfang.